das noch einmal, Alfons. Da gibt's nichts mehr zum Überlegen. Ich krieg da keine Arbeit, ich krieg da keine Wohnung, also geh raus. Erinner dich, Alfons. Wir sind schon einmal weggegangen von daheim. Und was hat's uns gebracht? Das kannst du nicht vergleichen. Damals war Krieg. Wir müssen da bleiben und auf unser Recht bestehen, sonst ändert sich nichts. Albergo lì e mi vengono a prendere, va bene? Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Cosa devo fare con questo? E questo qua? Venite su con me. Ciao. Signora, ce la fa? So ist es. Bitte, Vater. Grüß dich. Grüß dich, Dario. Geh du derweil heim. Hast du was, Dario? Aus! Wie vorbei! Niente! Zahlt zuerst eure Schulden. Da, schau her, oder Gentoline. Geh's, Kindertl. Gib ihr halt, was sie braucht. Gesehen! Ich mag nimmer. Wie kommt denn ich dazu? Der Alfons hat gehen müssen, weil die uns da überrollen. Sie kennen ja nichts dafür. Die Politik ist es, die müssen wir ändern. Ich kriege noch ein paar Kleinigkeiten. Grazie, Signor Avenzane. Mille, mille grazie. Che Dio la benedica. Was, Sepp? Es hat doch keinen Sinn. Der Sepp, nicht schon wieder. Herrschaftszeiten! Grazie. Muss das sein, Sepp? Du hast dich schon genug Schäden rein. Der Sepp hängt die Phone auf. Sepp, das bringt doch nichts. Sei doch gescheit. Bitteschön. Frau, der Bub, mein Alfons, ist ausgewandert. Was? Das ist kein Fetzen. Das ist die Tiroler Fahne. Sepp, du wirst wieder verhaftet. Du weißt es. Das ist mir gleich. Es hängt Enkel Fetzen ja auf. Siamo in Italia, la Vestaide. Das ist mir bekannt. Aber da dürfen die Kommunisten ihre Fahnen aufhängen. Alle Regionen, Provinzen und Städte bleiben mir Tiroler nicht. Weil wir eine Kolonie von euch sein. Was? Dimps. Bitte schön, Sepp. Lass sie aber. Ma che cosa fai? Smettila! Questo aumenta l'odio! Bleib sitzen, Toni, piccino. Freiheit für Südtirol! Arrestatelo! Sein Pantur! Vierte, Toni. Vierte, Hans. Und Dankeschön fürs Mitnehmen. Du, Hans.
Willst du nicht mittun? Es geht um die Freiheit. Ich bin frei. Sie verbrennen unsere Fahnen, hast du ja gesehen. Ich bin trotzdem frei. Ich brauch keine Fahne. Ich mag keine Fahnen. Alle Fahnen sind voller Blut. Aufnehmen. Sie haben mich enteignet. Es gab viel bessere Gründe für neue Volkswohnungen. Aber ausgerechnet meinen. Nicht einmal die Äpfel haben sie uns vorher angetan lassen. Geht spielen, Kinder. Okay. Hast du was? Ja, ich hab was. Was bist du, Hermann? Bauer oder Terrorist? Sie vernichten unsere Existenzgrundlage. Soll ich uns das gefallen lassen? Jetzt sitzt du schon einen Tag da, Sepp. Wo kommt du denn raus? Du meine Lolli, wäre noch. Ja, so schnell. Und um Faschismus wäre er mindestens 14 Tage gesessen. E matto questo, Rabensteiner. Ich fürchte mich, Ettore. Komme. Ich fürchte mich. Es wird wieder schlimm. Wie damals. Keiner hat gelernt, mir nicht und die Italiener erst recht nicht. Ma mia! Smettere lamentarti! Che cosa c'è di male? Smettere almeno tu! Red gefälligst Deutsch mit mir, ja? Parlo come voglio io. Hai capito? Madonna, come sarò contento quando finiscono le vacanze! Non ne posso più! Von mir aus kannst du gleich morgen noch mal. Da halte dich niemand, Andrea! Ma come parli con lui? Ti rendi conto come se fossimo i tuoi nemici? Testo, sono deine Feinde! Hast du den Duscher gehört? Ja, hab ich. Warum bist du nicht im Bett? Weil ich auf dich gewartet habe. Die Kinder schlafen. Hast du schon Hunger? Du sollst aber nicht ständig auf mich warten. Toni, ich habe Angst um dich. Wir kriegen schon woanders unsere Obstbäume. Ich will keine anderen.
Hallo, Sepp. Ich hab dir eine gute Suppe gekocht. Grüß dich. Grüß euch. Seid ihr gekommen, mich abholen? Ja, Sepp. Heute ist Versammlung. Du musst reden. Gar nichts wird er reden. Heimgehen tust und niederlegen tust. Ich hab im Gefängnis einen Hungerstreik gemacht. Ja, ich hab gelesen in der Zeitung. Wir kommen trotzdem so nicht weiter, Sepp. Mit vorne aus Hängen ist das nicht getan. Ich weiß, Hermann. Du tust ihn niederlegen. Hast du mich gehört? Geht's hinten nach und red mit ihm. In Zypern wird geschossen. In Algerien wird um die Unabhängigkeit gekämpft. Die meisten Negerkolonien seien jetzt frei. Und alle Welt ist dafür. Nur um Südtirol. Um Südtirol, da kümmert sich niemand. Ja! San Loro. Si, San Loro. Der uns die volle Autonomie zusichert. Bis heute ist der Vertrag noch nie erfüllt. Im Gegenteil. Tausend und abertausend Italiener werden ins Land geschleust. Tausende von Volkswohnungen werden gebaut für sie. Und was macht die Volkspartei? Die schaut zu. Die lässt sich hinhalten. Die lässt sich pflanzen von der Regierung in Rom. Aber nicht mit mir. Jetzt ist Schluss. Ich trete als Ortsobmann der Südtiroler Volkspartei zurück. Ja! Bravo. Jahrelang habe ich Flugblätter geschrieben. Hab den Politikern die Tür reingerannt. Haben mich einsperren lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Endlich, Sepp! Endlich! Ah, hallo! Bravo! Ja, mal was sagen. Um Gewalt geht's also. Leute umbringen wollt ihr. Geh. Wer redet denn von Leuten umbringen? Ich rede von Hermann Schotschenthaler. Ja, glaubst du, die Italiener lassen sie das gefallen, dass es ihre Häuser in die Luft sprengt? Sie werden euch stellen, sie werden auf euch schießen. Der Hass wird größer werden, von Tag zu Tag auf beiden Seiten. Und damit so Unglück und Elend. Schaut um mich nach Algerien! Wollt ihr das so haben? Fragst du eure Frauen, die wieder mal nicht da sein. Die waren schon damals die Gescheitern, wie es um die Option gegangen ist. Schon damals habt ihr nicht auf eure Frauen gehört. Wenn er nicht für die Auswanderung gestimmt hätte, so 90%, dann wären wir nach dem Krieg anders dagestanden. Ganz anders! Man hätte uns nicht als Nazi hinstellen können. Und die Siegermächte wären auf unserer Seite gewesen. Aber was sollen wir denn tun, Herr Pfarrer? Wenn mir ein Polizist aufhalte, so möchte ich sagen, du horch mal, das ist so und so. Und nicht eine fremde Sprache hören von einem Ort, der sich aufhört wie ein Besatzer. Hab's da ein bisschen Geduld. Unsere Politiker verhandeln ja. Österreich steht auf unserer Seite. Das braucht dann alles seine Zeit. Die Zeit ist abgelaufen, endgültig. Ich habe einmal Giuseppe Pietra Corvo geheißen. Herr Pfarrer, ich schwöre bei unserem Herrgott, das wird mir nimmer passieren. Macht's, was ihr wollt. Aber das eine sag ich euch. Wenn ihr Gewalt anwendet, dann habt ihr es mir als Gegner. 1809! Das soll doch nicht mehr dasselbe sein. Es muss doch irgendwann einmal aufhören. Man kann doch nicht ewig kämpfen. Peter, wo warst denn? Versammlung. Lass dir nicht einziehen von denen. Wir haben doch unser Auskommen. Es tut uns ja niemand was. Grüß Gott. Ein ordentlicher Weg da heraus. Ja, die warten schon.
Ich bin ein Nordtiroler, war im Widerstand und schreibe im Innsbrucker Volksboten. Da drin habe ich über Ihre letzte Fahnenaktion berichtet, Herr Rabensteiner. Der Herr Dr. Schuchter kommt aus Wien, war auch im Widerstand und hat drei große Zeitungen. Publizistisch kümmern wir uns schon seit Kriegsende um Südtirol, möchten euch aber jetzt noch mehr unterstützen. Auch auf andere Weise. Ich war nicht im Widerstand. Ich war bei der Wehrmacht. Ich kann uns und zwei. Das macht nichts, Herr Tschurtschenthaler. Die meisten waren nicht im Widerstand. Aber entschuldigen müssen wir uns nicht dafür, oder? Du kannst ihm schon trauen, Hermann. Ich hab mich erkundigt. Der Herr Schuchter, der war sogar Sekretär beim Außenminister Gruber, gell? Das ist keine Empfehlung, was ihr da in Paris ausgehandelt habt. Das könnt ihr vergessen. Ins mit dem Trentino in einen Topf schmeißen. Das ist ja Wahnsinn. Wir füttern die Kuh und die melken sie. Ja, jetzt gib mir Ruhe, Toni. Voriges Jahr, da haben wir den Befreiungsausschuss Südtirol gegründet. Abgekürzt BAS. Wir haben auch schon in alle Täler Vertrauensleute. Der Hermann, der hat nach dem Krieg das Schützenwesen in Südtirol wieder aufgebaut. Dadurch kennt er fast alle Leute, die sich etwas trauen. Wir haben auch schon Anschläge gemacht. Vor allem an Rohbauten bei Volkswohnungen. Das ist mal alles. Wir haben es ja berichtet. Aber das nutzt euch nichts, da und da der Duscher. Was ihr braucht, ist ein großer Schlag, damit die Welt aufhorcht. Sonst interessiert es die UNO nicht. Genau das, was ich sag. Na, dazu seien wir nicht imstand. Wir haben keine Ausbildung. Wir haben kein Geld und wir haben keinen Sprengstoff. Das kriegt sie alles von uns. Agnes? Ja? Ich muss ein paar Tage nach Nordtirol. Gerade jetzt, wenn wir die meiste Arbeit haben. Was tust du denn in Nordtirol? Ich hab was zu erledigen. Und was, wenn man fragen darf? Das ist ein Kurs. Landwirtschaftliche Fortbildung. Beim Institut für Demoskopie in Allensbach eine Umfrage in Auftrag gegeben. 82% der Südtiroler sind der Meinung, Südtirol soll zu Österreich kommen. Zwischen 12 und 17% sind für ein sofortiges Losschlagen. Und 26% würden bei einem Aufstand die Freiheitskämpfer unterstützen. Das ist ein sensationelles Ergebnis. Na also. Was wir jetzt noch brauchen, sind Waffen. Mir ist doch schon oft gesagt, Hermann, keine Gewalt gegen Menschen. Gesetz, wie stellst du dir denn das vor? Man muss sich doch beim Sprengen absichern. Ich muss doch Waffen bei mir haben, damit ich mich verteidigen kann. Sag mal, was soll denn das? Schreiben Sie das alles mit? Ja. Kommt das in die Zeitung, oder was? Das ist nur ein Protokoll. Zum internen Gebrauch. Ja, du hast wohl einen Vogel. Vielleicht hocht da noch jemand.
Grüß euch. Das ist der Winkler Philipp. Er hat eure Leute abgeholt vom Zug. Mhm. Ja, die haben wir schon gehört. Grüß dich. Wie ist die? Die seien jetzt alle bei mir in Natters, eure Leute. Da habe ich nämlich einen Bunker auf meinem Grund. Wir werden jetzt einen richtigen Sprengkurs organisieren. Und da die Autobahnbaustelle nicht weit ist, macht's ja nichts, wenn sie hin und wieder duscht. In Seppsoli vom Alfons Kirsen. Ist der bei dir? Wie geht's ihm? Heimweh hat er. Wir liefern also nach und nach den Sprengstoff über die Grenze. Und jetzt versteckt's ihn. Ist auch nicht schlecht. Wir müssen damit rechnen, dass irgendeiner einmal erwischt wird. Und dann da müssen die Walschen früher aufstehen. Das sind ja alles Hosenscheißer, die Walschen. Viel zu hoch. Mann, Müller. Gleich was passiert. Es darf nie ein Mensch zu Schaden kommen. Hab Sie mich verstanden? Gut, dann gehen wir so. In Gottes Namen. Erst müssen wir die UNO-Verhandlung abwarten. Die Zeit brauchen wir auch in Natters. Wenn die schief geht, dann machen wir einen großen Schlag. Ich will keinen großen Schlag, Herr Dr. Schuchter. Gleich so ein Nadelstich. Dann Masten sind wir E-Werk. Dann werden Sie schon unruhig. Und das aber gleich. Ihr tut's bitte warten. Dann Sie unser Chef, Herr Thaler. Ich glaube, ich muss einmal sagen, Rabensteiner, in welcher Funktion ich da sitze. Ich bin quasi der Vertreter des Südtirol-Referenten der Tiroler Landesregierung. Und wenn der sagt, es habt's zu warten, dann habt ihr es zu warten. Sagt einen Südtirol-Referenten einen schönen Gruß. Und wir Südtiroler, wir wissen schon selber, was wir zu tun haben. Für Gott. Wir müssen mit denen nach Wien fahren, damit die begreifen, wer alle hinter uns steht. Andrea. Tja, Alfons. Was ist denn du da? Ja, Ferien. So schön möchte ich es auch mal haben. Du sitzt da rum in Natters? Was machst du? Ich bin jetzt da angekündigt. Arbeitslos. Deine Nordtiroler Freunde werden dir schon helfen, nicht? Ja, ja. Die sind alle. Wie kommst du auf das? Was warst du von meinen Nordtiroler Freund? Ja, ich denk mir's halt. Möchtest du da haben, was? Ich könnte schon Arbeit verschaffen in Südtirol. Ich habe Beziehungen. So. Du hast Beziehungen. Ja. Mit dir mag ich nichts zu tun haben. Du bist ein Walscher. Ja, wie du meinst. Du hast vor die Basalte geschafft. Auf eigene Rechnung verkauft. War wegen arbeitslos. Du bist ein Dieb. Dein Chef hat dich noch nicht umgezogen. Bis jetzt. Aber das wird sowieso alle miteinander im Zuchthaus landen. Das Freiheitskämpfer. Oder sterben. Denn zum Teufel rein? Ich weiß das auch nicht. Gehen wir rein. Mein Name ist Thaler und wir sind zum Außenminister bestellt. Ja, bitte sehr. Dankeschön. Vor ein paar Wochen haben sich 30 Südtiroler beworben. Da im Vorstehst. Knutzing haben sie genommen, weil es eine Staatsstellung ist. Du musst perfekt Italienisch können. In Wort und Schrift. Wir sind unter dem Faschismus in die Schule gegangen, Herr Minister. Das Italienische haben sie uns aufgezwungen. Natürlich hat keiner gelernt. Und das Deutsche war verboten. Jetzt können wir nicht gescheit Deutsch und nicht gescheit Italienisch. Die letzten Trottel sind wir.
Ich verstehe. Wir sind keine Italiener, Herr Minister. Wir wollen auch keine Autonomie mehr. Das haben Sie sich selber vertan. Was wir wollen, ist die Selbstbestimmung. Aus. Zurück zu Österreich. Herr Tschürtschenthaler, möchten Sie vielleicht? Was? Das ist ich? Dankeschön. Teufel, es sind keine Trümmer her. Schauen Sie, lieber Herr Tschürtschenthaler, in der gegenwärtigen weltpolitischen Situation ist eine Grenzänderung in Europa völlig unmöglich, völlig. Ich kann mich vor der UNO eigentlich nur für die Autonomie einsetzen. Ihr Herr Rabensteiner wird jetzt wohl nicht mehr kommen, wie? Wir waren unten verabredet. Der muss wohl den Zug versäumt haben. Ah ja. Ja, dann tut's mir leid. Die Herren müssen mich jetzt leider entschuldigen, aber der nächste Termin. Bitte. Dankeschön. Herr Minister, meine Kameraden und ich möchten Sie zum Schützenmajor ehrenhalber ernennen. So, Schützenmajor. Ja, lieber Herr Schürtschenthaler, für einen Schützenmajor bin ich leider nicht sehr geeignet, aber ich danke Ihnen schön für das Angebot. Auf Wiedersehen und alles Gute. Auf Wiedersehen, Herr Minister. Schauen Sie, Herr Thaler, ich sage euch nicht, tut's was. Ich sage euch aber auch nicht, tut's nix. Aber mit dem da solltet ihr lieber nichts tun. Das ist ein Partisan. Kommt man hier ins Münstertal? Nein, das ist eins ganz falsch. Wir müssen es zurück und die zweite links. Grüß euch. Grüß euch. Oh. Ist aber nicht Dynamit, oder? Donnerice Latin. Viel besser. Kennen Sie sich da aus? Ja, sicher. Hat es keine Probleme gegeben an der Grenze? Ich werde auch nicht in den Kofferraum schauen, wenn zwei so fesche Weiberlein drin noch. Ich soll euch noch das Bild da geben. Kennt ihr das? Ja, hui. Mein Mann wird sich noch deswegen mit euch in Verbindung setzen. Also dann. Gut. Macht es gut. Ja. Wir denk. Wir denk. Wiederschauen. Dankeschön, gell? Gern. Wollen wir noch putzen? Sicher. Ich kauf mir noch ein Kleidel. Ja, die weißen Modegeschäfteln sind nicht schlecht. Na? Was macht denn ihr da? Das will ich nicht bettern. Hast du mich verstanden? Kannst du dich erinnern, Hans, wie du desertiert bist? Da oben bist du gelegen. Und ich hab dich nicht verraten, oder? Ich verrate euch ja nicht. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Du bist immer noch der Gleiche. Die Heimat bedeutet dir nichts. Ach so? Die bedeutet mir nichts. Und wer ist denn gegangen damals? Hä? Wer hat denn die Heimat verlassen? Du oder ich? Glaubst du, ich hab vergessen, was sie mir nachgeschrien haben als Kind? Walscher Schuft, walscher Verräter. Na, noch einmal heißen sie mich nicht, walscher Verräter. In tausend Fetzen hat's uns zerrissen. Und kein Mensch zu Schaden kommen. So ist recht. Und der Reiter Dutsche, der war uns sowieso allem wieder Gesslerhut. Jetzt werden sie anfangen ausschwirren, die Walschen. Die Zentrale von der SVP haben sie schon durchsucht in Bozen. Alles für die Katz. Ah, ja. Ja, wie ist der Alfons? Grüß Henk. Bist du jetzt auch wieder da? Ja, die Familie ist noch draußen. Aber nicht mehr lang. Du hast schon Arbeit gekriegt. Ja. Bei der Monte Catini haben sie ihn genommen. Ja. Bei der Monte Catini? Bei den Walschen? Wie hast du denn das geschafft? Nein. Einer von der SVP hat halt mit einem von der DC geredet, weißt du, wie es ist.
Gut habt ihr das gemacht. Es war halt wichtig, dass wir gleich nochmal zuschlagen, gell? Wie ist halt ein Objekt? Was für uns? Die Villa von den Märzfaschisten. Dem Dolomé. Geht eh noch rein? Hermann, weißt du eigentlich, dass unser Hof zugrund geht? Geh auf! Du bist ja nie da. Seit Jahren bist du kaum vorhanden. Immer bist du unterwegs, immer bei deinen Versammlungen. Und was du jetzt tust, das möchte ich gar nicht wissen. Die Hummer braucht mich. Ich brauch die. Wir brauchen die. Tut mir leid, Paula. Ich muss weg. Gut. Dann geh. Aber du wirst mich und die Kinder nicht mehr vorfinden, wenn du heimkommst. Paula! Bleib du da! Wir machen das schon! Grüß dich! Wo ist denn der Hermann? Der kann halt nicht. Aber wir zwei machen das schon, oder? Wieso kann der nicht? Familienkrach! Komm! Halt mir das. Alles ist still. Es ist niemand zu sehen. Also los. Schnur. Giovane Ravensteiner, mi fa molto piacere. Du kannst die Hände herunternehmen, Alfons. Ihr seid nur zu zweit? Ja. Der Hermann ist nicht gekommen. Oh. Il fuggitivo si chiama Tonio Ciurcentaler. Prendetelo. Lasciatelo solo a me. Allora date. Presto! Erzähl mir von den Zusammenkünften in Innsbruck, Alfons. Verfluchte Sauerei! Haben Sie die erkannt? Irgendeiner muss ins Verpfiffen haben. Ja, Schatzelin, was ist denn? Könnt's nicht schlafen? Ja. Haben Sie da Tor zu saugen? Ich kenne das Zeug nicht. Keine Ahnung, was es ist. Tut mir leid, Herr Thaler. Die Hausbesitzerin hat sie anhand eines Fotos identifiziert. Sie sind der Mieter. Unter einem falschen Namen. Ja, der Mieter bin ich. Aber die Waffen, da sehe ich zum ersten Mal. Die sind mir unterschoben worden. Eh klar. Von wem? Von den Italienern natürlich.
weiß es nicht. Was tue ich jetzt? Ich bring dich schon wund. Kim, setz dich mal her. Was zum Essen? Und dann holst du deine Familie nach. Jetzt wird die Sache sowieso anders organisiert. Gräser. Viel Gräser. Toni, mach mich nicht froh. Ich hab schon gedacht, sie haben dich erwischt. Vor der Konferenz hat schon wieder nichts gebracht, Sepp. In Zernitz drüben mit den Nordtirolern warst du ja auch dafür. Was mir so richtig durchringen. Ich hab mir das genau überlegt. 70 bis 80 Hochspannungsmasten. In einer Nacht. Den Bozen könnte man dadurch die ganze Industriezone lahmlegen. Die Hochöfen waren ruiniert. Und wenn alles klappt, wäre in halb Oberitalien der Strom aus. Ihr verlasst auf der Stelle die Prozession. Der da oben entscheidet, was recht und unrecht ist. Nicht du, Herr Pfarrer. Bei einer Prozession wird gebeten. Bei einer Prozession wird der Segen Gottes abgefleht. Ihr seid ja keine Christen. Verbrecher seid es. Weg! Ich will euch nicht dabei haben. Pfarrer. Dein Bestränkel soll da verrecken, wenn dies nicht klappt. Liebe Freundinnen und Freunde, heute machen wir eine Kunstreise unter dem Motto Pro Arte et Musica. Ich bin euer Reiseleiter und habe das Programm zusammengestellt und mit erfahrenen Leuten von drinnen vorbereitet. Wir fahren über Meran nach Deutsch-Nonsberg und durch das Trentiner Nonstal zurück nach Bozen. Ich wünsche euch eine angenehme Reise und dass unser Kunstverstand Früchte tragen möge. Ich muss mich richten, Paula. Paula, steh zu mir. Bitte. Du rennst ins Unglück, Hermann. Genau wie damals. Ich kann nicht aus meiner Haut.
Geht ein. Also, wenn uns das gelingt, dann horcht die ganze Welt auf. Aber froh bin ich, wenn alles vorbei ist. Oh, Chefterroristen hab ich zum Mann. Wie gibt's denn so etwas? Was tust denn du, Sepp? Du bist doch dem nicht gewachsen. Du bleibst daheim. Hast du mich verstanden? Ja, hab ich. Das mache ich schon. Ja, grüß dich. Grüß dich. Bist du auch da? Ja, ja. Grüß dich. Hoi, Toni, du. Traust du dich noch ein? Ich bin nicht der Einzige. Arte et Musica. Was? Wie bist denn du einer gekommen? Du, ich bin ganz offiziell wieder da. Wir haben sie nicht erkannt. Nur die, dein Gesicht haben sie gesehen. Und, seien noch ein paar Masten frei? Gehst halt mit deinem Bruder, der ist eh allein. Die drei. Gut. Und du, gehst nicht mit? Wäre ja noch schöner. Geh, ich springe mir ja selber auch noch mit in die Luft. Sei vorsichtig, Werder. Die zwei Masten sind gleich geladen. Danach gehe ich sofort zu der Bergfeier. Das ist schon das beste Alibi. Pfiat euch. Denk an den Erwin, Peter! Was glaubst du, warum ich das tue? Manche hab vergessen, wie er vor mir gelegen ist. Mein Bruder, der Schossen vor die Walschen. 10 Jahre war ich, ein Kind war ich. Aber jetzt bin ich kein Kind mehr. Jetzt schlag ich zurück. Peter, wart! Hoi, Toni, grüß dich. Grüß dich. Einen schönen Schnurrbart hast du. Sicher. Gut, nachher lassen wir's duschen. Schau, Alfons. Ist das dein Auto? Ja. Toll, gratuliere. Und? Gibt's was Neues? Na. Wirklich nicht? Na. Wirklich nicht. Du gehst schon Bergfeuer machen. Du meldest dich, wenn's was Neues gibt. Oder? Sicher. Was wäre? Ciao. Da. Sag, woher hast du denn den Hut? Aus Meran. Wieso? Mordlei. Pfarrer, wissen Sie, was heute passiert?
Ich kann mir's denken. Wir könnten es verhindern. Ja, das könnte man. Gehen Sie zu die Carabinieri. Bitte schön. Ich liefere niemand ans Messer. Wir können nur beten, dass alles gut ausgeht. Dass kaum was passiert. Qualcosa accadrà. Ve l'assicuro. Ma cosa dici? Devo andare, stanotte sono di turno. Allora? Ti piace? Bello, molto bello. Da dove viene questa tradizione? L'ha introdotta Andreas Hofer. Lui si è alleato con il cuore di Gesù contro i nemici del Tirolo. Ah, interessante. Kinder, geht's eine. Ich komm bald. Wie geht's, Ink? Ja, es geht schon. Ich arbeite in einem Lagerhaus, halbtägig. Wir bringen uns schon durch. Ich kriege zur Arbeit. Sobald ich einen Lohn habe, schicke ich euch was. Ja, ist schon recht. Was macht die Polizei? Warten sie noch auf mich? Nein, die beobachten mich rund um die Uhr. Sogar zur Arbeit begleiten sie mich. Jetzt ist der Ettore da. Der drückt schon mal ein Auge zu. Im Moment tut der Bergfeuer schauen. Die werden alle Hand zum Schaugen kriegen heute. Wieso? Ich muss jetzt wieder gehen, Erika. Du mir die Kinder kriegst. Ja, mach ich, Toni. Trink einen Schluck. Dankeschön. Nein, ich bin für so etwas nicht geschaffen. Nein, wirklich nicht. Was sagst du? Thank you.
getan? Du hast ja die ganze Welt in die Luft gesprengt. 47 Hochspannung. Jetzt haben sie was zum Schlucken. Schaut es euch an. Und wie geht's weiter? Jetzt müssen wir mal das Außenministertreffen in Zürich abwarten. Allerdings wurden von 9 Überleitungen nach Norditalien 7 zerstört. 8 Kraftwerke liegen still. Der angerichtete Schaden wird bis jetzt auf 2 Milliarden Lire geschätzt. Wenn das nichts bringt, ich weiß auch nicht. Der Trentiner Straßenarbeiter Giovanni Postal wollte an der Landesgrenze bei Salurn ein nicht explodiertes Sprengstoffpaket entfernen und löste dabei die Zündung aus. Die italienische Regierung verlegte sofort 15. Habt ihr gesehen, was los ist? Wenn alle 200 Meter Polizist steht, kannst du keine Anschläge mehr machen. Hotels und Gasthöfe werden für Soldaten und Karabinieri beschlagnahmt. Eine nächtliche Ausgangssperre. Dann sind alle sofort verhaftet. Die Südtiroler Volkspartei sowie die Bischöfe von Brixen und Trient verurteilen in einer Aussendung die Anschläge aufs Schärfste. Innenminister Mario Schäfer zitierte heute den Südtiroler Landeshauptmann Silvius Maniago nach Rom. Alle Elektrizitätswerke, Brücken, Bahnanlagen und öffentliche Gebäude werden streng bewacht. Polizei und Militär führen Straßenkontrollen und Haussuchungen. Verbandsbrüder, es wird Zeit, dass wir in den Kampf um Deutsch-Südtirol eingreifen. Die Südtiroler befinden sich in einem Belagerungszustand und können sich daher nicht wehren. Und die Beteiligten hier in Innsbruck, die sogenannten ehemaligen Widerstandskämpfer, die schon einmal zu feig waren, für deutsches Vaterland ihre Haut zu Markte zu tragen, die werden auch diesmal sicher wieder den Schwanz einziehen. Wir müssen unsere Brüder aus dem italienischen Joch befreien. Nachdem diese Katzelmacher jetzt mit abertausenden Soldaten Südtirol überschwemmen, werden wir nach Norditalien ausweichen. Seid's dabei? Ja! Es hat einen Toten gegeben, Sepp. Ein unschuldiger Straßenarbeiter ist in die Luft geflogen. Ja, ich weiß. Ein furchtbares Unglück. Ich trage die Verantwortung. Es wird nicht der letzte Tote sein. Ich hab's auch gesagt, Sepp. Ja. Ich habe so mehr bekannt, als du es in Namen des Vaters und Filio Spiritus Sancti. Amen. Aber die Buße, Herr Pfarrer, es müsste man doch der Buße aufgeben. Das ist nicht notwendig, Sepp. Die kommt schon, kann sicher sein. Ein paar Fragen. Es wird länger dauern. Nichts zur Gänze. Ihr wollt ja gar nicht dabei. Ah, weg. Sali, ein Getup. Rein. Erzthol. Der sagt Ihnen alles, der gute Lapp. Die Lampen braucht's nicht, die gibt's eh zu. Geh ein Retto! Potete spegnere la lampada. Se si è commesso un errore, bisogna
eine Summe lang. Aber ich verlange, dass ich in deutscher Sprache vernommen werde. Das steht mir laut Pariser Vertrag zu. Ma che cazzo dice? Vuole essere interrogato in tedesco. Ah. Signor Ravensteiner, il ministro degli interni ci ha dato carta bianca. Sai che cosa vuol dire carta bianca? Vuol dire che possiamo utilizzare ogni mezzo. Ogni mezzo! Guardami, Ravensteiner. Sì, l'ammetto. Sono io il capo. Ma non dico più una parola in italiano. Magallone soll übersetzen, wenn ihr nicht Deutsch versteht. Du saresti il capo? Ja, ich bin der Anführer. È incredibile! Vuole essere lui il capo sta vecchietta! Ravensteiner, tu sei soltanto capace di piantare per aria i tuoi stracci tirolesi, di distribuire qualche volantino magari. Però qualche nome sei in grado di farlo. Non abbiamo bisogno di nomi. Spogliatelo. Scusa, Tozer, ma non voglio assistere. E allora vaffanculo, rammolletto! Andrea! Non ho tempo, papà. Was glauben? Du hättest das alles verhindern können. Nicht wahr? Ich weiß, Alphonse, Verrat ist eine schwierige Sache. Eine undankbare Sache. Aber glaub mir, die Verräter haben schon mehr Gutes bewirkt als die Helden. Glaubst du, diese Attentaten bringen deinem Volk etwas? Manchmal. Da könnte ich meinen Vater direkt abwatschen. Sowas von selbstgerecht. Jetzt spielt es ja auf als Andreas Hofer. Aber damals hat er mir eine Faschistenuniform gesteckt. Als Kind. Hätte ich auch einen Gruppen aus mir geschmissen. Meine Schulkollegen. Weißt du, wer da schreit? Alphonse? Na. Es ist dein Vater. Was? Ja. Dein Vater. Wir sind ein bisschen unter Druck. Unter Erfolgsdruck. Ich sage Ihnen alles. Alles.
Portatelo via. Alt! Giratevi, tutti. Ognuno di voi se la passerà così, se non parla. Ma alla fine parlerete, tutti quanti. Anche Rabensteiner ha parlato. Una sola cosa non posso credere. Che questo rammollito sia il vostro capo. Il Richtschabrinsrandführer. Er ist der beste von den Zeiten, du Schwein, du Fall! Auf die Brennerstrecke, die Gleisanlagen in der Nähe des Simplon-Tunnels und die Gotthardbahn wurden Attentate verübt. An der Staatsgrenze beim Brenner stauen sich die Autos, da durch die italienische Regierung für Österreich die Visumpflicht eingeführt wurde. Auf allen Nord- und Osttiroler Zufahrtsstraßen nach Italien sind von unbekannten Protestgruppen angebracht worden. Die italienischen Zöllner führen seit Tagen auf allerhöchste Anweisung genaueste Fahrzeugkontrollen durch, während in den italienischen Großstädten hauptsächlich von Neofaschisten organisierte Kundgebungen auch gegen Österreich durchgeführt werden. An manchen Orten brannten auch ausländische Autos und Lastwagenreifen. Weitere 10.000 Mann Sicherheitskräfte wurden nach Südtirol verlegt und alle bisherigen Sicherheitsvorkehrungen weiter verstärkt. Die von der Uni wahrscheinlich. Dem Edlinger seine Leute? Jetzt haben wir die Wahnsinnigen am Hals. Ja? Ja, Philipp? Was? Danke. Verhaftungswelle in Südtirol. Rabensteiner. Hermann. Alle festgenommen. Und davon ist nichts im Fernsehen? Ich kann mich umbringen. Ja? Ich kann mich umbringen! Hör auf! Du hast noch vorher eine Menge Leid erspart. Che cosa hai fatto in caserma, Andrea? Sono al servizio del mio padre. Chiamo Alfonso. E prendi home. Molto questo incontro. Grüß Gott, Herr Major. Setzen Sie sich. Herr Major, wir sind in einer schwierigen Lage. Es tut mir leid, dass es hat so weit kommen müssen. Ah, das tut Ihnen leid. Aber bitte nehmen Sie Platz. Ich habe hier eine Menge gelernt. Wir Italiener sind nicht ganz unschuldig an diesem Dilemma. Aber es hat wohl so kommen müssen. Diese Nacht des Feuers war hervorragend organisiert. Komplimenti. Danke. Die Politiker sind jetzt wachgerüttelt, glaube ich. Ihr solltet sie verhandeln lassen. Ja, sollen sie. Bin gespannt, was rauskommt. Deshalb habe ich eine Bitte an Sie. Major Tuschentaler. Sie brauchen nicht Major zu mir sagen. Wie Sie wissen, sind die Schützen seit einiger Zeit verboten. Was ich bedauere, das ist eine undemokratische Maßnahme. Sagen Sie, was reden Sie da? Wissen Sie, was da passiert? Ja, dem möchte ich gerne ein Ende setzen. Mein Vorschlag wäre, wir lassen Sie frei. Und sie wirken beruhigend auf die Bevölkerung ein. Sie haben Autorität unter den Südtirolern. Auf sie wird man hören, nicht auf diesen Herrn Rabensteiner. Natürlich werden wir ihnen alles versetzen, ausladen. Sie bekommen ein Auto und 5 Millionen Lire. 5 Millionen Lire? Und wenn sie Erfolg haben, also wenn die Attentate aufhören, und wenn sie die Leute in Innsbruck beruhigen können noch, zahlen wir eine Prämie extra.
Peccato. Comandante. Molto peccato. Hier ist etwas zu essen, Sir. Und Wasser. Ich brauche nichts. Ich will nichts von euch. Sie wollen dir auch nichts geben. Das ist von mir, Sir. Und jetzt muss ich unter diesen Faschisten hier leben und muss gehorchen. Avrei dovuto rimanere nella mia isola. Kann ich etwas für dich tun, Sepp? Besorg mir Schreibzeug. Kannst du einen Brief von dein Haus schmuggeln? Ja, Sepp. Noi non ci lasceremo gettare fuori dall'Alto Adige, neanche con le bombe, Churchenthaler. Vi taglieremo le palle a tutti quanti, a cominciare dai pezzi grossi della Südtiroler Volkspartei. Parla! Dov'è il tuo deposito di esplosivi? Lo posso soltanto mostrare. È nascosto troppo bene. No, lo troverete senza di me. Su, Dario, sali. Io ho ihnen der Sprengstoff verschafft. Ma cosa fa? Parla tedesco? È diventato matto? Ich rede gleich mehr Deutsch für den Rest von meinem Leben. Du hast kein einzig italienisches Wort mehr von mir, Tozzer. Ma tu sei italiano. Ich will nicht die Gleichspruch ob mir du. Verstehst? In der Zeit, da muss er nur so mit dem Körper, da kriegt er sich mit. Ich schwitze und zittere am ganzen Leib. Das ist alles ein Sprich der Wahrheit. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir so getragen hat, sei brav, Schala. Ältere, du kündigst! Sofort, das geht! Ma non posso! Che cosa dovrei fare? Ältere, Schala! Non ho imparato niente, non so fare altro che restare la gente! Smettila! Smettila subito! Come parli? Tu sei italiano? Io sono fiero di essere italiano, hai capito? Come vuoi fare uscire dalla prigione una lettera per questi terroristi? Ti dovrei denunciare, traditore della patria! Andrea!
Buongiorno. Buongiorno. Wir schenken ihn schon selber rein. Ich rechne. 150 Leute in einer Woche verhaftet. Das seien fast alle, die dabei waren. Damit seien wir fertig. Da ist der Brief von Rabensteiner. Der Bischof von Brixen und der Landeshauptmann Maniago haben schon eine Kopie davon. Gut. Ich bringe ihn zuerst in meine Zeitungen und gebe ihn dann an die Agenturen weiter. Damit ist unsere Aufgabe beendet. Ich schlage vor, dass wir uns auflösen. Was? Ich habe mich schon genug kompromittiert. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Ja, bist du noch bei Trost? Die foltern auf bestialische Weise unsere Leid. Und du willst aufhören? Es ist niemand mehr da, Herr Churchenthaler. Wer soll weitermachen? Ihr beiden gegen die gesamte italienische Armee? Sag was, Philipp. Da drüben warten zwei Leute, die einsteigen wollen. Das heißt, die seien schon eingestiegen. Die haben mit ihrer Gruppe die Bahnlinien in Oberitalien gesprengt. Was? Die Nazis? Naja, Freiheitliche. Ich darf mich verabschieden. Jetzt war doch ernst. Für die italienische Presse sind wir doch sowieso alle Nazis. Pangermanisten. Sogar in Wien beschimpfen sie mich schon als Rechtsradikalen. Wenn ihr die jetzt mitmachen lasst, dann war alles umsonst. Dann ist die gesamte Bewegung diskreditiert. Wir brauchen die, Herr Doktor. Ist doch mir gleich, ob der Deutsch national ist oder sonst was, wenn er sein Leben für Südtirol einsetzt. Schau ernst. Es ist ganz einfach. Ganz gleich, ob wir einverstanden sind oder nicht. Die werden auf jeden Fall Aktionen durchführen. Wenn wir sie einbinden, haben wir sie unter Kontrolle. Das glaubst du wohl selber nicht. Also ich bin jedenfalls weg. Guten Abend, meine Herren. Jetzt haben wir Geld auch keins mehr. Ich fahr auch wieder. Ich hab keine Lust, euch auch noch eine Predigt zu halten. Aber die Verbindung, der hat schon einmal fatale Folgen gehabt. Für Gott. Für Gott. Gute Fahrt. Okay. Danke dir. Bring Sie Bescheid. Aber die Ehre. Di che cosa è morto? È ovvio. A causa della tortura. Rottura della carotide. Come? So quello che desiderate. Per causa naturale. Embolia. Lo spero proprio. Le chiedo di parlarmi in un altro tono, brigadiere.
Lo sai, eh? Se tenti di scappare, ti spariamo. Non va così! Devo avere le mani libere! Vai avanti! Dove? Lassù! Toglietegli le manette. Guai a te se tenti di farmi fesso. Su, smetti! Forza, seguiteli. Smetti! Su! Dov'è questo tuo maledetto deposito d'esplosivi? Lassù c'è una grotta! Lì c'è! Aspetta! Vai più piano! Sparate! Deficienti! Incapaci! Teste di cazzo! Incidencella sta compagna vostra. Questa roba! Caggio perduto sonna fantasia, capenso sempre che tutta vita mia e ci volessi, ma non c'è tacce di cavocchio bene, cavocchio bene assai. Cancello buia, che non mi scordo mai. Dov'è il tuo papà? L'hai visto? Sterne. Lei crede veramente che si fa vedere qui? Ma non è stupido. Ci verrà. Prima o poi ci verrà. Rumpel di Bo, es Carabinieri hat zum. Mit Tente, mit Fiesen, mit eiserne Spiers. Aufs Fenster reingeschlagen und das Blei davon getragen. Aufs Kugeln draus gossen und Bauern erschossen. Rumpel die Bombe. Voi rimanete qui! Entschuldige, das ist der Pfeffer. So eine traurige Evele. Ich komme ja bald wieder. Nein, du kommst nicht bald wieder. Wohl. Wohl ich zuhänge schon. Sag der Mama, ich gehe nach Innsbruck. Zu unserem Freund. Hast du gewusst, dass ich da bin? Die Mama hat es gewusst. Hast du mir was mitgebracht?